Leute, ich heiße nicht nur Martin, sondern euch auch herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir hatten vor ein paar Tagen die Möglichkeit, gemeinsam mit Nike und 11 Team Sports die neue Anti-Clog-Technologie zu testen. Wer diese nicht kennt, das soll den Matsch daran hindern, an eurer Sohle festzukleben, sodass ihr immer perfekte Traktion habt. Ob das auch wirklich so funktioniert wie versprochen, erfahrt ihr jetzt. Viel Spaß! Jeder von uns kennt es vom Training oder dem Spiel, dass man bei schlechten Rasenplätzen, vor allem nachdem es geregnet hat, einfach keinen Halt mehr im Boden findet. Wie fatal das Ganze sein kann, wissen wir alle. Genau hier kommt die Anti-Clog-Sohle von Nike zum Einsatz. Doch wie funktioniert das Ganze? In die Sohle wurde ein sogenanntes adaptives Polymer eingearbeitet. Dabei handelt es sich um ein Material, das fast schon paradoxerweise im nassen Zustand wasserabweisend wirkt. Wenn der Schuh also mit der Feuchtigkeit des Rasens in Berührung kommt, entsteht auf diese Weise eine Schicht, an der Wasser und Schlamm keinen Halt mehr finden und einfach abperlen. Dabei sollte man allerdings beachten, dass die Sohle ihr volles Potenzial erst entfaltet, wenn sie richtig nass ist. Hier könnt ihr selbst ganz einfach mit der Trinkflasche nachhelfen. Shorty dropping low to pick it up, she like a yo-yo. When I'm getting so much action, I should be sponsored by GoPro. Back with a little more Hennessy inside of my Red Solo. And I'm that crazy, man, I'm back. Baby, everybody in the club say this track. Wavy, I get stacks daily, man, these G's don't faze me. I was about to catch a body, but the DJ saved me. I could tell that they love my style. Okay, okay, in the club we always bring a crowd. Zum Vergleich werden wir jetzt auf der einen Seite den Magister mit der Anti-Clog-Sohle tragen, auf der anderen Seite den herkömmlichen Superfly. Und was für eine Auswirkung die Sohle hat und wo mehr Matsch hängen bleibt, das seht ihr jetzt. Marco hatte beide Schuhe ca. 15 Minuten an und der Unterschied ist mehr als sichtbar. Der bessere Halt mit dem Magister ist deutlich spürbar und vermittelt einfach auch eine gewisse Sicherheit. Deswegen fällt mein Fazit auch durchweg positiv aus. Diejenigen von euch, die oft auf dem Rasen spielen und ernsthafte Probleme mit der Traktion haben, kommen wohl in Zukunft nicht um das Anti-Clog-System herum. Bei mir werden die Schuhe jetzt definitiv einen dauerhaften Platz in meiner Sporttasche finden. Abschließend kann ich also nochmal eine Empfehlung aussprechen. Ich bedanke mich bei Nike und 11 Team Sports für die Möglichkeit, den Schuh zu testen, bei euch natürlich fürs Zuschauen, aber auch für den Support, den ihr uns das ganze Jahr über entgegengebracht habt. 2017 haben wir viel vor und wir hoffen, ihr habt da auch Bock drauf. Wir sehen uns also im nächsten Video. Haut rein, Leute. Ciao. Ey, Jungs. Alter, ernsthaft.